Herzlich willkommen bei uns an der Christuskirche in Selb. Ich freue mich, dass wir heute mit euch Gottesdienst feiern dürfen. Unsere Kirchengemeinde ist relativ jung. Die Christuskirche wurde 1962 gebaut. Und so versuchen wir als Gemeinde, neue Wege zu gehen und die Menschen zu erreichen. Beim Mittelalterfestival, Festival Medieval, sind wir mit einem interreligiösen Zelt der Begegnung dabei. Wir haben den Weltladen Selb gegründet, um den fairen Handel zu unterstützen. Und als Church for Future bemühen wir uns besonders um die Bewahrung der Schöpfung. Wir glauben, dass das ein wichtiges Gebot für uns Christen ist. Außerdem wurde unsere Gemeinde 2012 mit dem grünen Gockel ausgezeichnet als eine der ersten Gemeinden in Bayern. Vergangenes Jahr haben wir das umgesetzt, indem wir mit der Stadt Selb gemeinsam eine wunderschöne Blühwiese angelegt haben. Die ist jetzt Überwinterungsquartier für Insekten und Nahrungsquelle für Vögel. Unsere Kirchengemeinde hat beschlossen, dass wir während des staatlichen Lockdowns keine Gottesdienste feiern wollen. Wir wollen damit auch ein Zeichen der Solidarität setzen. Das hat den Vorteil, dass wir heute ganz für euch da sein können. Also kommt rein und feiert mit uns. Wir feiern Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Einfach herrlich. Das ist so ein typischer Satz für den Rückblick auf eine Hochzeit zum Beispiel. Wie schön war dieses Fest, die festliche Musik, die tollen Kleider, der wunderbar geschmückte Saal mit den Lichtern und natürlich das köstliche Essen. Und danach die Flitterwochen, ein Traum. Ja, bei so einem Rückblick, da kann man schon ganz schön ins Schwärmen kommen. Manche Eltern machen das auch bei der Geburt. Die sagen, das war wunderbar, einfach herrlich, das Kind zum ersten Mal in den Armen zu halten. Und dann die Wochen danach eine schöne Zeit der Verliebtheit. Aber irgendwann kommt dann der Alltag. Man kann ja nicht immer in Feier und Festlaune bleiben. Aber wie schön wär's, wenn wir so ein paar kleine Lichter der guten Stimmung mitnehmen könnten, gerade auch für die grauen Tage. Im Kirchenjahr sind wir jetzt genau an so einem Übergang zwischen Fest und Alltag. Das große Fest ist vorbei, auch wenn es wahrscheinlich dieses Jahr etwas kleiner war als sonst. Und auch die freien Tage danach, die Flitterwochen, in denen vielleicht noch der Baum und die Lichter standen. Nach 3 Wochen Homeschooling, nach 4 Wochen im neuen Jahr, hat der Alltag uns wieder. Und viele von uns sehnen sich nach etwas Glanz. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. So sagt es der Prophet Jesaja in unserem Wochenspruch. Und er sagt uns, die Herrlichkeit ist noch da. Nimm ein Stück mit von diesem Glanz. Und so wollen wir euch einladen, zurückzuschauen, wie herrlich es war damals in Bethlehem und in der Zeit danach. Und zu erkennen, die Herrlichkeit ist noch da. Davon erzählen die Lieder und die Texte in diesem Gottesdienst. Gott segne unser Reden und Hören
unser Singen und Beten durch seinen Heiligen Geist. Er sende uns den Glanz seiner Herrlichkeit. Amen. Wir wandeln jetzt in Gottes Licht. Kommt, 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 wir wandeln, kommt, wir wandeln. Kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht. Gottes Licht. Kommt, wir wandeln, kommt, wir wandeln. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching in the light of God. See a harmonic companion when close. 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 See a harmonic, see a harmonic, harmonic, see a harmonic. Wir beten mit Worten des 97. Psalms in der Übersetzung von Martin Luther und in einer modernen Übertragung von Volker Manthey. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Er ist wirklich groß, dieser Gott. Gott sei Dank, das können alle sagen. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. So viele Spuren seiner Größe sind auf der Welt verstreut. Die Wolke, die Nacht, die Solidarität, das Recht. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Das alles spricht doch Bände von ihm. Das muss doch allen Menschen offensichtlich sein. Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Judas sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Ach, wie viele haben es schon begriffen. Wie viele sehen die Welt schon mit deinen Augen, Gott, du Größter, du Quelle aller Lebenskraft. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Immer wieder werdet ihr merken, wie viele Spuren Gott verstreut. Das wird eure Seele guttun. Ihr Gerechten, freuet euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Er ist wirklich groß, dieser Gott. Gott sei Dank. Das können alle sagen. Jetzt aber wirklich. Amen. Wir kommen zu Gott mit allem, was uns bewegt. Wir bringen vor ihn unsere Sorgen, die uns belasten. Um liebe Freunde und Verwandte, die krank sind, die mit einer schweren Krankheit kämpfen. Wir hoffen auf Gott, dass er den Menschen helfen möge und rufen zu ihm, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Musik.
Wir sind verstrickt in die Zusammenhänge der Weltwirtschaft. Wir sehen, wie Menschen ausgebeutet werden für unseren Wohlstand. Wir sehen, wie unsere Erde zerstört wird für unsere Alltagsgüter. Wir leiden mit den Menschen und der Natur und können es doch nicht ändern. Alles, was uns belastet, bringen wir vor Gott und rufen zu ihm: Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir sehnen uns nach einem gelingenden Leben, nach Freundschaft und Liebe. Wir hoffen auf Gerechtigkeit für alle Menschen und sehen doch, wie mangelhaft noch so vieles in dieser Welt ist. Alles, was uns belastet, bringen wir vor Gott und rufen zu ihm: Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit der alles aus dem Weg räumt, was sich zwischen ihn und uns stellen könnte. Er zeigt uns immer wieder seine Nähe zu uns und lässt uns spüren: Ich bin da. Was uns Sorgen macht und bedrückt, trägt er für uns. Er schenkt uns die Gewissheit, dass er alles Vorläufige und Mangelhafte mit uns trägt. Dass wir das glauben und darauf vertrauen können. Dafür danken wir Gott und singen: Gloria, Ehre sei Gott. Wir beten. Gott, guter Vater im Himmel, du hast deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit wir Menschen dich sehen und an dich glauben können. Dafür danken wir dir. Im Stall von Bethlehem sahen die Hirten das Leuchten deiner Herrlichkeit. Im Kind in der Krippe sehen wir deine Liebe zu uns Menschen. Wir bitten dich, lass uns auch im Alltag immer wieder zu dir kommen. Mach du unser Leben hell mit dem Glanz deiner Herrlichkeit. Erinnere uns immer wieder daran, dass alles Grau unseres Alltags nicht stärker sein kann als das strahlende Licht deiner Liebe. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Lehrer. Amen. Das Evangelium steht bei Matthäus im 17. Kapitel. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren.
Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Und sieh doch, da erschienen vor ihnen Mose und Elia. Die redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke. Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf, habt keine Angst. Als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Wir antworten auf das Evangelium mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Morgenstern ist aufgedrungen. Er leuchtet daher zu dieser Stunde. Hoch über Berg und tiefe Tal. Vor Freude singt uns ihr Leben Engelschar. Auch drauf singt uns der Wächter Stimme, vor Freuden auf der hohen Zinne. Wach auf zu dieser Freudenzeit. Der Bräutigam kommt nun, machet euch bereit. Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit frohen Weisen. Du leuchtest vielen nah und fern. So leuchtet auch uns ein Christ. Nur so eine Ahnung, dass es mehr gibt, als unsere Augen sehen. Nur so eine Ahnung, dass Sterne mehr sind als Kugeln aus Gas. Nur so eine Ahnung, dass Himmel und Erde sich berühren
und dass in einem Menschen Gott gegenwärtig ist. Nur so eine Ahnung, und manchmal da geht uns ein Licht auf und dann sehen wir. Nur so eine Ahnung. Sie ahnen es, die weisen Männer aus dem Morgenland. Sie ahnen, dass ein König zur Welt kommen wird und machen sich auf den Weg, denn es steht in den Sternen. Sie folgen dem Stern und folgen ihrer Ahnung und suchen das Kind. Natürlich gehen sie dorthin, wo Könige normalerweise geboren werden, und sind doch auf dem Holzweg, denn im Palast von Herodes werden sie nicht fündig. Aber dann, im kleinen Bethlehem geht ihnen ein Licht auf, und sie sehen ihn, den neugeborenen König. Ein Kind einfacher Leute und doch die Hoffnung der Welt. Der Stern steht über dem Haus, ein Leuchten geht von ihm aus, und drinnen im Haus leuchtet das Gold, duften Weihrauch und Myrrhe. Und die Weisen folgen ihrer Ahnung und gehen auf einem anderen Weg zurück und schützen das Kind. Nur so eine Ahnung, er ahnt es, Johannes der Täufer, er ahnt, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Und so steht er in der Wüste und ruft sein Volk zur Buße auf. Es ist Zeit, sich vorzubereiten, den Weg zu bereiten. Und viele kommen zu ihm, steigen in das Wasser und lassen sich taufen. Viele kommen zum Jordan und einer von ihnen ist Jesus. Und Johannes ahnt es, dieser ist anders, den kann er nicht taufen. Doch Jesus besteht darauf, und Johannes tauft Jesus mit Wasser im Jordan. Und dann geht Johannes ein Licht auf und der Himmel reißt auf und eine helle Stimme aus dem Himmel spricht: Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes gehen die Ohren auf und er erkennt, er beginnt zu verstehen, hier ist der Herr, ihm bereite ich den Weg. Nur so eine Ahnung. Er ahnt es, Petrus, der ehemalige Fischer, der Jünger Jesu. Er ahnt, dass Jesus der Christus ist und hat doch noch nicht so ganz verstanden, was da noch kommen wird. Er folgt seiner Ahnung, geht mit Jesus durchs Land, hört seine Worte, steigt mit ihm auf einen hohen Berg, dorthin, wo Himmel und Erde sich berühren. Und dann geht ihm ein Licht auf und er sieht ihn in hellen Kleidern und im weißen Gewand, sieht neben ihm Mose und Elia. Vielleicht ist er ein wenig geblendet und schießt übers Ziel hinaus, denn er will Hütten bauen, er will bleiben. Er ahnt, dass das ein besonderer Ort ist und er kennt doch nicht. Und so mitten im Reden Schatten, Schatten einer lichten Wolke. Und dann geht Petrus noch ein Licht auf. Die Ohren gehen ihm auf und er hört die Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Die Worte leuchten, erschrecken Petrus und er schaut zu Boden. Und als er aufblickt, da sieht er ihn, Jesus, den Menschensohn, der von der Auferstehung der Toten spricht, vom Leben, vom Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Und dann gehen sie hinab vom Berg, zurück in den Alltag. Petrus und auch Jakobus und Johannes folgen Jesus, dem Menschen, in dem Gott gegenwärtig ist, dem Sohn, der das Licht in die Welt bringt. Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde. Und du sagst uns auch hier, seid das Licht. Jesu, le Christ, lumière intérieure, ne laissez pas mes ténèbres me parler. Jesu, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Dein Licht verklärt unsere Schatten.
dein Licht erstrahlt auf der Erde. Und du sagst uns, auch ihr seid das Licht. Ich glaub doch nicht an Märchen. Nee, also das sind Fake News. Und der Lügenpresse kannst du gar nichts glauben. Die Frage nach der Wahrheit ist gerade ganz schön aktuell. Die Menschen streiten darum, welche Sachen sie glauben, welche Fakten sie brauchen und welche Geschichten vielleicht doch eher in die Reich der Fantasie gehören. Die Frage nach der Wahrheit stellen die Menschen schon immer und nicht nur in Bezug auf die aktuellen Nachrichten, sondern auch auf Glaubensfragen. Schon lange und auch heute gibt es viele, die sagen, ich glaube doch nicht an Nachrichten aus den Sternen, an Himmelsbotschaften oder Lichterscheinungen. Was brauchst du, um etwas zu glauben? Wessen Worten schenkst du Vertrauen? Und was kann dir helfen, dass du eine Geschichte für wahr hältst? Diese Frage haben wir unsere Konfirmandinnen und Konfiteamerinnen gefragt. Und weil sie heute nicht hier sein können, haben wir sie gebeten, ihre Antworten auf Video aufzunehmen. Um etwas zu glauben, brauche ich ein Beweisvideo oder eine glaubhafte Geschichte. Am besten wäre es, wenn ich es mit eigenen Augen sehen würde. Dann kann ich zu 100% sagen, dass es wahr ist. Ich brauche, um jemanden glauben zu können, ein gewisses Vertrauen, aber auch zum Beispiel wie Beweise, also Fotos oder Videos oder ähnliche Dinge. Eine Konfirmandin sagt, um etwas zu glauben, ist es nie schlecht, ausreichend Beweise zu haben. Aber wenn etwas so absurd ist, dass es sich niemand ausgedacht haben könnte und mehrere Menschen ähnliche Dinge unabhängig voneinander erzählen, dann kann man es eigentlich schon glauben. Beweise. Das ist absolut notwendig, wenn wir etwas glauben sollen. Und auch hilfreich, wenn wir dem vertrauen, der uns diese Sachen erzählt. Am besten ist es aber, wenn wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Ich glaube doch nicht an Märchen, das sagt auch der Verfasser des 2. Petrusbriefes. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ich glaube doch nicht an Märchen. Nicht an ausgeklügelte Fabeln, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern, und jetzt erzählt Petrus das Gleiche wie unsere Konfis, ich kann glauben, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und ich habe das prophetische Wort, auf das ich mich verlassen kann. Und spannend dabei ist, dieser Petrus, der hat trotzdem ein anderes Verständnis von Wahrheit als wir. Denn die Forscher, Theologen und Historiker sind sich eigentlich einig, der Brief wurde im 2. Jahrhundert geschrieben, also 100 Jahre nach Jesu Tod. Und der schreibt, der sagt, ich bin Petrus, Simon Petrus, der mit Jesus durchs Land gegangen ist. Und wahrscheinlich wusste der schon, dass die Leute wussten, dass er es eben nicht ist. Aber er sagt, ich bin es. Ich stütze mich auf die Autorität des Petrus, dem kann man vertrauen. Und dann sagt er, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ja, okay, eigentlich nicht ich, sondern Petrus, aber der hat's gesehen und erzählt und das ist wahrhaftig wahr. Das sind prophetische Worte, an denen wir uns festhalten können. Das ist das, auf das wir vertrauen können. Ich glaube nicht an Märchen. Das sag auch ich, Sandra Herold, Pfarrerin in der Christuskirche in Selb. Und wenn ich so überlege und meine eigene Glaubensgeschichte zurückdenke, ich bin schon als Kind in den Kindergottesdienst gegangen, bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und diese biblischen Geschichten gehörten ganz selbstverständlich für mich dazu. Bestimmt habe ich am Anfang gedacht, dass alles, was da in der Bibel steht, wortwörtlich wahr ist. Aber irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, wann, ist mein Glauben erwachsen geworden. Und ich bin da reingewachsen zu verstehen, das, was in der Bibel steht, ist wahr, auch wenn es nicht wortwörtlich so passiert sein muss.
Und ich glaube, ich habe das deswegen verstanden, weil ich Menschen hatte, die mir ein Vorbild waren, die mir gezeigt haben, das ist wahr. Was da in der Bibel über Gott gesagt wird, das habe ich auch an meinem eigenen Leben erfahren. Über Gott, der mit uns durchs Leben geht, der uns tröstet, der uns Lichter in die Dunkelheit schickt. Meine Eltern, meine Großmutter, mein Pfarrer, das waren meine Zeugen. Sozusagen meine Propheten, die mich gelehrt haben zu glauben und die mich dazu gebracht haben, meine ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Glauben und Vertrauen gehört zusammen. Das hat man übrigens auch daran gemerkt, dass manche unserer Konfis auf die Frage, was brauchst du, um jemandem glauben zu können, eher geantwortet haben auf die Frage, was glaubst du, um jemandem vertrauen zu können? Also um etwas zu glauben, brauche ich Beweise wie zum Beispiel Fotos oder einen Text, der nicht zu albern klingt. Aber wichtiger ist mir, von wem die Nachricht ist und ob ich der Person vertrauen kann. Eine Konfirmandin sagt, um jemandem vertrauen zu können, muss ich die Person schon länger kennen oder auch schon einmal in einer Situation gewesen sein, in der ich mich auf diese Person verlassen konnte. Ich finde die Aspekte Zeit und positive Erfahrung wichtig, um jemandem vertrauen zu können. Für mich ist es auch wichtig, dass man offen miteinander reden kann. Das ist meiner Meinung nach die Grundlage, um jemandem zu vertrauen. Eine Konfiteamerin sagt, natürlich braucht man zum Glauben eine Sicherheit, aber man sollte auch nicht alles glauben, was man hört. Über manche Leute sind schlechte Gerüchte im Umlauf, aber das heißt rein gar nichts. Die Sicherheit, an etwas oder an jemanden zu glauben, die kann kein anderer Mensch geben, weil man muss damit doch selbst in Berührung kommen. Die gleiche Geschichte mit Gott. Ich habe vor einigen gehört, wie kannst du an jemanden glauben, der alle im Stich lässt? Man muss diese Erfahrung, an was und wen man glaubt, selber machen. Glauben und Vertrauen gehört zusammen. Und die Jugendlichen sagen, eigene Erfahrungen, die geben mir Sicherheit. Da weiß ich dann, auf wen ich mich verlassen kann, auf die Menschen oder auch auf Gott. Manchmal ist der Glaube stark und der Verstand groß. Manchmal ist es auch nur so eine Ahnung, dass das Licht in der Dunkelheit scheint und dass eines Tages der Morgenstern aufgeht. Und daran halte ich mich fest, denn ich weiß, ich glaube nicht an Märchen. Ich glaube an Gottes Versprechen. Ich glaube an sein Wort, das in der Dunkelheit scheint. Daran halte ich mich fest. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land, Krieg des Vaters Ehre, komm, Heiliger Geist, setz die deinem Glanze auf, dann schreit dein Bild auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegelnd erzähl unser Leben von deinem Licht, von deinem Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land, Krieg des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand, dies Gnadenstrom, überflute dies Land in Fliehe, sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle
Die Kirche geht neue Wege, um die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Durch die Pandemie sind hier die digitalen Medien besonders in den Blick gekommen, aber auch Fernsehen und Radio spielen eine große Rolle. Sie können sich denken, dass das Geld kostet. Deswegen bitten wir Sie, wenn Ihnen dieser Fernsehgottesdienst gefallen hat oder unsere digitalen Angebote, helfen Sie uns mit einer Spende, damit die Kirche weiterhin für alle Menschen da sein kann. Und jetzt beten wir miteinander füreinander. Gott, du Freundin allen Lebens, Vater, Mutter und Schöpfer, wir kommen zu dir und vertrauen auf dich. So vieles in unserer Welt ist so weit entfernt von dem, wie du und wir das gerne hätten. Wir kommen zu dir und bringen vor dich, was uns bewegt. Wir hoffen auf dich und deine Hilfe für diese Welt. Gott, guter Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Menschen, die unter einer Krankheit leiden. Tröste sie. Gib ihnen die Sicherheit, dass du bei ihnen bist und schenke ihnen Kraft für den Kampf gegen die Krankheit. Und wo es möglich ist, bitten wir dich, schenke Heilung. Gott, gute Mutter im Himmel, wir bitten dich für alle Menschen, die keine Heimat mehr haben, die geflohen sind vor Krieg und Terror, vor wirtschaftlicher Not, vor der Perspektivlosigkeit ihres Lebens. Gib, dass sie einen Ort finden, wo sie nicht nur geduldet werden, sondern geliebt. Mach uns alle zu Werkzeugen deiner Liebe und öffne unsere Herzen für unsere Mitmenschen. Gott, heilige Geistkraft, wir bitten dich für deine Kirche und für alle Christen. Mach sie zu lebendigen Zeugen deiner Liebe. Lass sie die Freude des Glaubens an dich ausstrahlen. Gott im Himmel, Kind in der Krippe, du hast deine Herrlichkeit in die Welt gebracht. Schenke uns Freude im Glauben an dich und an der Liebe zu unseren Mitmenschen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich, behüte dich, Gott sei mit dir auf all deinen Wegen. Gott segne dich, behüte dich, wo du auch bist, folge dir sein Licht. Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit, so spricht der Herr, gib dir sein Wort. Denn seine Güte reicht unendlich weit, leitet dich an jedem Ort. Gott segne dich, behüte dich, Gott sei mit dir auf all deinen Wegen. Gott segne dich, behüte dich, wo du auch bist, folge dir sein Licht. Spürst du den Zweifel, das Dunkel um dich? Fürchte dich nicht, dein Gott ist nah. Ununterbrochen umgibt dich sein Licht, all seine Weisheit ist nah.
leuchte sein Angesicht. Über dir leuchte sein Angesicht. Wenn ihr jetzt weitergeht, in Zeiten der Dankbarkeit und der Freude, in Zeiten der Einsamkeit, in Zeiten der Gemeinschaft. Geht mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir wandeln jetzt in Gottes Licht, kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht. Kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht, kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht. Gottes Licht, kommt, wir wandeln, kommt, wir wandeln, kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht. Gottes Licht, kommt, wir wandeln, kommt, wir wandeln. Kommt, wir wandeln jetzt in Gottes Licht. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching in the light of God. See a harmony companion friend calls. 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 See a Hammer, 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 Hammer